Sie haben mit Ihrer Salzburger Inszenierung der Jüdin von Toledo Franz Grillparzer eigentlich zum Zeitgenossen gemacht. Wie ist Ihnen das gelungen? Wo haben Sie da angesetzt? Man will ja jeden Autor, den man spielt, jeden klassischen Autor zum Zeitgenossen machen. Das heißt, man möchte gern das rausfinden, was uns an diesen Stücken noch interessiert, damit sie nicht langweilig im Schulbuch nur stehen und die Menschen eigentlich fadisiert sind und zu diesen Theaterstücken eigentlich mehr ein verschrecktes Verhältnis haben. Deswegen schaut man, wo ist der Punkt, der uns heute interessiert. Und bei der Jüdin fanden wir so viele aufregende Geschichten von menschlichen Zwängen, von Angst vor Erotik, von Politik, vor Angst vor Fremdem, das wir gefunden haben. Das ist durchaus nicht nur ein klassisches Stück, sondern etwas, was die Leute schon interessieren könnte. Sie haben es übersiedelt vom spanischen Mittelalter in das Ende, sagen wir, der Habsburger Monarchie. Sie haben Schwankelemente benutzt. Hat man Ihnen das als Klassikerschändung vorgeworfen? Ja, natürlich. Ich komme ja vorsätzlich her, um die österreichische Nationalklassik zu schänden. Deswegen fahre ich ja immer nach Österreich, um mit piefkinesischen Händen mich frevelerisch an diesem Werk zu vergehen. Im Ernste gesprochen so vor, wie wir immer vorgehen. Das heißt, man versucht, alle Elemente eines Stückes zu entdecken. Und beim Grillparzer steckt schon auch eine Gesellschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts mit in dem Stück drin. Der reflektiert da auf diese Lola Montes-Affäre, hat es auch mit in das Stück hineingebracht. Und er ist in vielen Fragen auch schon dem Raimund verwandt. Und es sind ja auch wirklich komische Dinge in diesem Stück drin, die ich als so komisch empfinde und nicht als aufgesetzt komisch empfinde. Sogar Schwankelemente, würden Sie sagen? Ja, das liegt aber an mir, weil ich das alles immer etwas schwankhaft betrachte, beziehungsweise ich finde immer da, wo etwas sehr tragisch ist, und diese Geschichte geht sehr tragisch aus, liegt das Schwankhafte und das Lächerliche immer sehr, sehr dicht dabei. Mhm. Und gerade in diesem Stück, wie beim ganzen Grillparzer, das Erhabene und das Lächerliche sind da schon dicht beieinander, auch sehr reizvoll beieinander. Das gefällt mir auch, das ist ja auch ein Spannungsfeld. Und deswegen finde ich es nicht von außen und nicht willkürlich, wenn man sagt, man kann da ruhig auch mal lachen. Stehen wir vor einer Grillparzer-Renaissance oder ist er weiterhin im Besitz von Dissertanten und Germanisten? Ja, das weiß ich nicht. Da bin ich leider überfragt. Ich gebe mir alle Mühe mit diesem Stück und dieses Stück hat auch meine persönliche Neugier geweckt auf ein weiteres Stück vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft. Wie das am Theater sein wird, vor allen Dingen in Österreich, wo es ja die Aufgabe des Theaters auch ist, ihre nationale Literatur zu pflegen, weiß ich nicht. Das kann nur die Praxis zeigen. Und ich, nach dieser Begegnung mit diesem Autor, würde mir schon wünschen, dass man noch Versuche machen würde. Was ist das Klassische an dem Österreicher Grillparzer? Ja, das Klassische ist ja natürlich, dass er auch von der deutschen Klassik zutiefst beeinflusst war. Dass offensichtlich Goethe und Schiller seine Vorbilder auch waren. Und dass er ja auch eine Literatur schaffen wollte, die sich über das Lokale erhebt. Ja, der kleine Grillparzer wollte halt schon ein Weltendichter sein. Und ich finde ja so gut bei ihm, dass er wirklich in der europäischen Literatur steht, dass er auch von der spanischen Literatur stark beeinflusst ist. Die Jüdin von Toledo ist eigentlich ein spanisches Thema vor dem Autor Lope de Vega. Diese Literatur kannte er sehr genau, eine sehr bühnenwirksame Literatur. Das heißt, er steht schon auch in einer europäischen Tradition und klassisch oder nicht, das ist mir immer so wurscht, aber gut ist er zum Teil schon. Thomas Langhoff, Sie gelten als Regisseur besonders für Frauenfiguren und Frauen rezipieren Ihre Arbeiten auch besonders genau. Woran glauben Sie, liegt das? Das ist ja schmeichelhaft, aber da müssen Sie die Frauen fragen. Ich habe für Frauenfiguren offensichtlich ein großes Interesse, auch für die großen Frauenfiguren der Weltliteratur, vielleicht weil der Aufbruch in diesen Figuren einen interessiert. Weil es Aufbruchfiguren sind, auch Widerstandsfiguren sind, Leute, die ein aktives und
progressives Verhältnis zu ihrer Umwelt haben und die Sich-Organisierung der Frauen und der Kampf der Frauen ist im Moment das produktivste Element auf dieser Erde. Es ist verboten, wenn der König hier Lust wandelt, darf kein Jud, na Gott wird sie richten, darf kein Jud den Ort betreten. Lei, 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 hörst lei, du lei. Nicht? Ich höre wohl. Nun, und weich nicht. Hör und weiche doch nicht. Oh, was sucht mich Gott, was sucht.